Hi, hier ist wieder Christian von appdata.de und jetzt habe ich das Samsung Galaxy Note Edge in meinen Händen. Das ist auch jetzt im Rahmen des Unpacked Episode 2 Event vorgestellt worden, zusammen mit dem Galaxy Note 4. Und ihr könnt das sehen, Edge steht für Ecke, denn das hat auf der einen Seite, nämlich auf der rechten Seite, so ein leicht abgerundetes bzw. stark abgerundetes Display, was beim Samsung Galaxy Note 4 noch so langsam in den Displayrahmen überging und auch hier auf der linken Seite vorhanden ist. Das heißt, so ein leicht gewölbtes Display ist auf der rechten Seite jetzt ganz und gar nicht vorhanden. Das heißt, wir haben wirklich ein stark abgerundetes Display, was eigentlich fast bis auf die Rückseite der Akkuabdeckung geht. Aber bevor wir da nochmal zum Display kommen, kurzer Rundgang ums Gerät. Und ihr werdet feststellen, dass hier viele Gemeinsamkeiten zum Galaxy Note 4 vorliegen. Denn wir haben im oberen Bereich die Hörmuschel, Helligkeits- und Annäherungssensor, eine 3,7 Megapixel Frontkamera, wieder mit einer f1.9 Blende, das heißt sehr lichtstark. Auf der Unterseite den Multitasking-Button, den Home-Button und den Zurück-Button. Und der Home-Button ist zugleich wie der Fingerabdruckscanner, das heißt, ihr könnt euer Gerät bzw. auch einige Applikationen mit diesem Home-Button entsperren, indem ihr eben hier über diesen Home-Button streicht. Das kennt man schon vom Samsung Galaxy S5. Das Display an sich ist 5,6 Zoll groß, das heißt etwas kleiner als beim Note 4, löst aber auch mit Quad-HD auf, ist ein Super AMOLED-Display mit 2560 x 1440 Pixel und die gleiche Pixelanzahl hat auch dieses seitliche Display, was hier am Rand auf der Ecke vorzufinden ist. Und ihr könnt sehen, auf der Ecke das Display, das kann ich autark von dem normalen Display betreiben, das heißt, ich kann hier über das 5,6 Zoll große Display das Hauptdisplay streichen, habe aber auch die Möglichkeit hier über das seitliche Display eben zu streichen und habe auch die Möglichkeit, dieses seitliche Display anzupassen, nämlich zu managen. Dazu gehe ich hier unten auf dieses kleine Pfeilsymbol mit dem Settings-Icon und ihr könnt sehen, Manage Panels, das heißt, hier kann ich einstellen, welche Panels das Samsung Galaxy Note Edge anzeigen soll. Das heißt, ich kann weitere Panels hier hinzufügen bzw. abwählen und dementsprechend dann auch zwischen einzelnen Panels, die ich hier eben auf der rechten Seite habe, auswählen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier diesen Ordner sehe mit den Google Apps, klicke ich drauf und schon switcht so ein kleiner Ordner heraus. Wenn ich das Ganze zum Beispiel hier mit der Kamera-Applikation mache, bin ich logischerweise im Kameramenü und kann natürlich dann auch hier dementsprechende Fotos auslösen. Das heißt, hier oben ist diese Kamerataste. Das heißt, ihr habt sozusagen einen Schnellzugriff auf Apps oder Anwendungen, Ordner etc. pp. Hier auf diesem seitlichen Display, auf diesem Edge-Display liegen. Wenn wir in die Settings gehen, werden wir feststellen, dass auch dieses Gerät mit, wo haben wir ihn, About Device, mit Android 4.4.4 KitKat läuft, also der letzten KitKat-Iteration, das heißt momentan noch das aktuellste, was im Markt erhältlich ist. Auch hier haben wir einen Snapdragon 805-Prozessor, Quad-Core-Prozessor mit 2,7 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher. Der Akku ist etwas kleiner mit, glaube ich, 3200 oder 3000 mAh. Dafür haben wir auch auf der Rückseite die 16-Megapixel-Kamera, Herzfrequenzmesser, LED-Blitz und natürlich optischen Bildstabilisator. Und auch die Rückseite ist ganz im Style vom Galaxy Note 4 bzw. auch schon beim Galaxy Note 3 gehalten. Das heißt, wir haben hier so eine leichte Ledertextur, etwas gummiert, fühlt sich wirklich gut an. Rundgang um das Gerät, das heißt auf der linken Seite logischerweise keine Tasten, weil dort ja das Display rundum läuft. Auf der unteren Seite haben wir einen Micro-USB-Anschluss und die Möglichkeit, den S-Pen einzuführen. Auf der linken Seite haben wir die Volume-Taste und im oberen Bereich haben wir den Power-Button, den Audioanschluss und einen Infrarotsender zum Steuern des Gerätes. Wenn ihr das Gerät so seht, werdet ihr feststellen, dass auch dieses Gerät hier, ich glaube, aus Aluminium müsste das gefertigt sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Es macht jedenfalls den Anschein, hat allerdings ein etwas anderes Design als beim Galaxy Note 4, da das Galaxy Note 4 auch diese kleinen Ohren vom Samsung Galaxy Alpha hatte. Das hat das Samsung Galaxy Note Edge nicht. Das war's mit einem kurzen Überblick, mit einem ganz kurzen Hands-on hier live von der IFA. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut.